Hallo aus Duderstadt! Wir sind Teil des Global Learning and Development Teams von Ottobock und wir gestalten die nächste MOOC-Woche gemeinsam mit euch und wir freuen uns riesig darauf. Wir haben schon eine Menge gelernt, es war sehr inspirierend, also vielen Dank an die Vorunternehmen Merck und Conti für die vielen inspirierenden Themen und Inputs. Aber was machen wir eigentlich nächste Woche? Ja, wir beschäftigen uns auch mit Lernen, New Learning und wie man das zum Fliegen bringen kann bei uns im Unternehmen. Und hatten so die ein oder andere Hypothese auch im Vorfeld, wie Lernen bei uns eigentlich stattfindet und sind einfach mal auf unsere Mitarbeiter zugegangen, ob das tatsächlich so stimmt. Und was soll ich sagen? Nicht alle scheinen richtig zu sein. Und wir glauben, da gibt es noch ganz viel zu entdecken und das möchten wir mit euch gemeinsam machen und auch euch dazu ermuntern, diese Reise zu gehen im eigenen Unternehmen. Weil wir können uns vorstellen, es gibt noch den einen oder anderen da draußen unter euch, der vor ähnlichen Herausforderungen steht, wie man das Ganze anstellt. Ja, und das ist das, was wir machen wollen. Aber wie genau ist das Thema eigentlich? Genau, gute Frage. Also Thema und Leitfrage der nächsten Woche lautet zurück in die Zukunft. Was müssen wir beachten, wenn wir Lernen 4.0 in einem innovativen und zugleich traditionsreichen Unternehmen verankern wollen? Das ist nämlich echt die Fragestellung. Und wie gesagt, wir gehen in der Woche durch diese Fragen und wenn ihr wollt, mit euch gemeinsam. Und wir beschäftigen uns dabei mit drei großen Themenfeldern, die wir die Tage verteilen natürlich. Und zwar mit dem Themenfeld Mindset, mit dem Themenfeld Kultur und mit dem Themenfeld Technologie. Weil wir denken, dass alle drei Themen einen sehr, sehr großen Einfluss auf Lernen 4.0 haben. Okay, wir hoffen und denken, wir haben eure Neugierde geweckt. Und falls ihr jetzt noch überlegt, ja, aber Ottobock und welche Produkte denn überhaupt und was kann man damit machen, dann haben wir einen Tipp für euch mitgebracht. Und zwar, wenn ihr noch überlegt, Freitagabend, was tue ich denn? Dann, ja, setzt euch doch einfach mal vor den Fernseher und schaut in Let's Dance rein, weil da gibt es nämlich unseren Heinrich Popov zu sehen. Das heißt, ihr seht dann tatsächlich, ja, live in Farbe, in Action, was man mit unseren Produkten Jackes machen kann und dass man damit sogar bis ins Fernsehen kommen kann. Und viel Spaß auf jeden Fall damit. Und ja, dann bleibt uns nur noch, euch ein geniales Wochenende zu wünschen und wir freuen uns riesig auf nächsten Montag und auf nächste Woche mit euch. Tschüss! Macht's gut!